Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Willkommen zum VfR TV. Nebenan läuft die Pressekonferenz, aber neben mir hat Maximilian Knauer Zeit für uns gefunden. Grüße dich, hallo. Hallo, servus. Max, 5-0 gegen Heimstetten zu Hause. Was sagst du? Ja, das Ergebnis ist natürlich jetzt erstmal zweitrangig, hauptsache die drei Punkte sind da und ja, die Leistung war heute ja schon beeindruckend. Heute haben wir schon konsequent angefangen, haben endlich mal unsere Linie durchgezogen und jeder war präsent und wollte das Spiel gewinnen und das, denke ich, haben wir heute von der ersten Minute an gemerkt und deswegen ist das Ergebnis auch dann so hoch ausgefallen. Aber was ist der Unterschied? Letzte Woche Rosenheim war jetzt mal nicht die beste Aktion, die wir da gebracht haben oder das beste Spiel, was wir gezeigt haben und jetzt so eine Mega-Steigerung. Was habt ihr die Woche über gemacht? Ja, das Spiel in Rosenheim, das haben wir, wie man heute gesehen hat, schnell abgehakt, war schnell wieder aus den Köpfen draußen, war auch gut so. Wir sind einen Tag nach dem Spiel in Rosenheim, haben einen Mannschaftstag gehabt, waren wir einen Tag in Berchtesgaden, haben den Tag zusammen mit der ganzen Mannschaft verbracht und wer weiß, ob es daran liegt. Wir haben uns alle einfach besser kennengelernt. Es war ein wunderschöner Tag. Dann haben wir die Woche drauf drei super Trainingseinheiten abgeliefert, wo man schon gesehen hat, dass jeder heiß aufs Spiel ist. Und ja, heute konnte man das dann zum Glück auch so umsetzen, wie wir es unter der Woche schon trainiert haben. Wunderbar. Danke, dass du kurz Zeit hattest. Und bitte dann schön. Nächste Woche wollen wir sehen, ob du dann wieder so gute Worte findest. Alles klar. Danke dir. Danke. Ciao. Ciao. Maximilian Knauer hat gerade mit uns gesprochen. Jetzt hat Daniel Weber Zeit. Daniel, was sagst du zum Spiel? Ja, war natürlich heute eine super Leistung. Wir haben den Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen, sind die ganze Zeit super gestanden in der Defensive, haben wahnsinnig viel gute Balleroberungen, sehr gutes, sicheres Passspiel heute nach vorne gehabt. Und dann wurde es natürlich über die ersten zwei Tore immer leichter und die Füße wurden immer lockerer nach den zwei Niederlagen. Und da kann man super froh sein heute. Und hinten raus war natürlich super, eine Torschance nach der anderen. War ein tolles Spiel. Ich saß auf der Tribüne, habe natürlich den Leuten ein bisschen zugehört. Jetzt sind natürlich viele gespannt drauf, was du mir antwortest. Was hast du die Woche über gemacht, dass du so einen riesen Wechsel hinkriegst? Rosenheim-Spiel zu jetzt sind ja zwei Welten. Ja, aber das ist zurzeit noch das Bild, irgendwie, das wir haben. Es hat noch nicht jeder 100% verstanden, was nötig ist in der Liga. Und wir haben Rosenheim viel zu viel Luft gelassen, viel zu viel am Leben gelassen. Wir müssen viel aggressiver auch gegen die kleineren, in Anführungszeichen. Also wir sind jetzt mal der Regionalliga-Absteiger, obwohl der Verein von uns ja auch nicht kein großer Club ist, sondern 60 Rosenheim sind über Jahre lang ja auch ein gewachsener, großer Verein in der Region. Und wir sind ja eigentlich der kleine Verein. Aber jetzt, wenn du Absteiger bist und eine gute Mannschaft hast, dann dreht jeder das ganze Ding halt rum. Und das ist halt schwierig. Und dann muss man einfach sagen, wenn bei uns nicht jeder wirklich 100% gibt, dann ist es, dann wird es in jedem Spiel schwer. Und manchmal verlassen wir uns noch zu sehr darauf, mein Nebenmann macht das ja noch gut. Wir müssen gucken, dass wir wirklich an die Grenze jede Woche gehen. Dann glaube ich, dann ist von uns toller Fußball diese Saison zu erwarten. Und das ist das Allerwichtigste. Der Max hat erwähnt, ihr habt drei super Einheiten gehabt diese Woche und natürlich einen schönen Ausflug im Berchtesgaden. Lag es daran auch vielleicht ein bisschen? Ja, natürlich. Die Mannschaft wächst von Woche zu Woche mehr zusammen. Wir haben 9 neue Spieler. Also das darf man ja auch nicht unter den Teppich kehren. Da muss sich erst wieder eine neue Mannschaftsdynamik herauskristallisieren. Und da muss sich auch jeder wissen, wann er sich auf wen verlassen kann. Dafür sind so Mannschaftstage wahnsinnig wichtig. Und unter der Woche haben wir sehr hart gearbeitet. Also wir haben jetzt mal die englischen Wochen hinter uns gehabt, konnten anders trainieren wieder, sind wieder so auf das Level zurückgegangen, was wir in der Regionalliga jede Woche abgerissen haben im Training. Und das scheint den Jungs gut zu tun. Und das wird wohl die Maxime für die nächsten Wochen bleiben. Das heißt, nächste Woche wird es auch wieder spannend im Training. Aber schauen wir doch mal aufs nächste Wochenende. Was sagst du zu unserem Gegner? Was erwartet uns Fans? Ich weiß das Ergebnis noch gar nicht. Ich weiß es auch noch nicht, aber ich meine in Hinsicht, du hast ja bestimmt schon mal ein bisschen geschaut, wie die Mannschaft so ist. Hast du ja ein bisschen verfolgt. Ja, natürlich. Ich habe Pullach schon zweimal gesehen die Saison. Eine spielerisch sehr, sehr starke Mannschaft. Die haben nicht umsonst das letzte Jahr am zweiten Tabellenplatz abgeschlossen. Und sie haben Orhan akut verloren. Natürlich ihren Goalgetter.
Das macht ihnen ein bisschen zu schaffen. Sie kriegen das Spiel nicht so in die Box, nicht so ins Ziel hin, vorne rein. Sind aber wahnsinnig gefährlich über das Mittelfeld, wie gesagt, über ihre guten Techniker. Und da müssen wir jetzt hin, dass wir das nächste Spiel wieder so ernst nehmen, auch auswärts so agieren. Und dann bin ich da sehr guter Dinge. Wunderbar, das hört sich schon mal gut an. Ich lege einfach mal fest, 3 Punkte holen wir auswärts. Mal gucken, ob du meinen Wunsch auch erfüllen kannst. Ne? Bis dahin wünsche ich eine schöne Woche und dann sehen wir uns wieder am Wochenende. Danke, auf Wiedersehen.